Hallo meine lieben Freunde und willkommen bei einer kleinen Buchvorstellung bzw. Crimo-Check. Es geht um Darksiders, die Kammer der Macht, wie ihr schon sehen könnt. Ein Buch zu dem Videospiel Darksiders bzw. bald Videospielen, denn in einem Monat kommt ja schon der zweite Teil raus. Dieses Buch wiederum spielt allerdings einige tausend Jahre vor dem ersten Darksiders. Und handelt hauptsächlich von Tod und Krieg, den beiden Reitern. Die ganze Story, ja, also die Hauptfigur ist Tod, den man hier oben sieht. Und oft und mittendrin und neben ihm ist sein Bruder und Reiter Krieg aus dem ersten Teil von Darksiders. Die ganze Kammer der Macht, ja, ich verrate mal so viel, es ist eine Waffenkammer, die dem ehemaligen Volk von denen gehörte. Und ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Wer Darksiders 1 kennt, der weiß, dass es sehr, sehr viele Intrigen und Machenschaften und kleinen Gezänke um Macht etc. in Darksiders gibt. Ja. Zum Buch selbst. Es ist gestern am 16. Juli erschienen. Ich habe das ganze Buch schon mal in einem Rutsch jetzt durchgelesen und fand es soweit ganz gut. Aber kommen wir erstmal zu dem optischen äußeren Aspekt. Zu sehen, wie schon mal zeigt es halt Tod mit seiner Maske. Darunter Krieg auf seinem Reittier Zerstörung. In der Hand sein Schwert Chaosfresser. Das Ganze ist so ein bisschen gummiert, glänzend und sieht soweit ganz schick aus. Fässt sich auch ganz schön an. Genauso die Schrift merkt man auch, wenn man mit der Hand rüberfährt. Wenn wir das Ganze mal umdrehen, gibt es hinten nochmal eine kleine Inhaltsangabe. Ja, ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber ist okay. Gleich von Anfang an am besten, weil es hier unten gerade steht. So, Preis des Buches ist 13 Euro. Damit ist es eigentlich ein ganz normaler Buchpreis halt. Ist in Ordnung für das Buch. Ja, zum Buch selbst. Es hat, muss ich selber nochmal gucken, 330, ne, 345, naja doch, 345 ungefähr Seiten. Ist also auch eher durchschnittlich. Die Schreibweise ist in den meisten Fällen gut, an manchen Stellen etwas langatmig, wie bei vielen Büchern. Und dadurch auch ein, ja, einen ganz kleinen Tick langweilig manchmal. Also es ist bei jedem Buch so, es gibt ja Stellen, da muss man sich halt mal durchquälen. Ansonsten diese Detailtreue ist an manchen Stellen halt übertrieben, an anderen Stellen wiederum wirklich sehr, sehr nett. Zum Beispiel sehr schön beschrieben werden nochmal Chaosfresser, Kriegsrüstung, von die Sense von Chaos, Quatsch von Chaos, die Sense von Tod meine ich, Entschuldigung. Und viele, viele andere Details, die einem sehr gut helfen, sich bestimmte Sachen vorzustellen. In dem Buch selbst gibt es auch viele Erklärungen zu den Fähigkeiten der Reiter, warum sie so sind, wie sie sind. Es gibt Erklärungen zu der Waffe, die Tod mit sich führt, der Sense, warum die mal eine große Sense ist und mal zwei kleine. Es gibt auch ganz viele so eine kleinen, sagen wir mal, Sidekicks. Wer Darksiders 1 gespielt hat, wird sich zum Beispiel an den Engel Uriel erinnern. Die taucht auch ganz kurz auf und es gibt auch einige Fähigkeiten, die man wiedererkennt, was sehr, sehr schön ist, was sehr viel Spaß macht beim Lesen auch. Ja. Wie schon gesagt, mit 13 Euro finde ich das völlig in Ordnung. Natürlich spielt hier auch der feurige Rat wieder eine große Rolle, den wir auch kennen sollten, diesen Wahrer des Gleichgewichts sozusagen. Es gibt auch, wer diesen sich an den Wächter erinnert, der Krieg in dem Spiel begleitet, es gibt da auch eine Version von, die da gerne mal rumspukt und nervt. Ja. Im Großen und Ganzen halt ein doch recht gelungenes Buch. Müsste ich es bewerten, obwohl ich Bewertungen überhaupt nicht mag. Nehme ich mal die Amazon-Wertung sozusagen. Von 5 Sternen würde das Buch bei mir 4 bekommen. Es ist ganz okay. Ja, soviel zum Buch Darksiders, die Kammer der Macht. Wer bei uns öfter auf der Seite Crimo Games war, der wird schon gesehen haben, dass wir auf dieses Buch genauso heiß wie auf das Spiel selbst sind. Es gab ja auch vorab schon Leseproben direkt von den Machern. Und
Ja, ich konnte einfach nicht warten. Ich hatte es schon vor ein paar Wochen vorbestellt und ich freue mich tierisch und finde es auch wirklich gut und hab's verschlungen. Ja, so viel dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.